Landschaftsarchitektur Peter Vogt. Er kommt aus Liechtenstein, eine ganze Familie, und er hat aus Deutschland einen Bus bekommen, ja, mit dem man ganz viel machen kann. Er heißt Bürobus, aber wenn man reinschaut, er hat ihn fast so gelassen, wie er damals kam, aber doch gab es viele Veränderungen. Aber wenn man so reinschaut, also der Originalerbauer, der diesen Bus damals gebaut hat, der wird ihn noch mal so ein bisschen wiedererkennen. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Hallo, das ist die Leonor. Leonor Luna, genau, Peter Vogt. Ja, hallo Peter. Und du bist die? Amalia. Amalia. Ich grüße dich. Ja. Ihr seid eine richtig tolle Familie, denn ihr habt einen Wohnbus, ein Wohnmobil umgebaut. Wo kommt der her? Ursprünglich ist er in München gelaufen, bei der BGB, also die Baugenossenschaft. Ja. Für die, wie hieß der nochmal? Bauwirtschaft. Ja, okay. Und war als medizinische Untersuchungsstation unterwegs. Und wir haben ihn dann für unser Büro eigentlich umgebaut. So ein kleines bisschen umgebaut? Genau, so ein bisschen. Die Baudauer, wie lange habt ihr gebaut? Ich würde mal meinen, ein halbes Jahr ziemlich intensiv, und dann kommen da noch die kleinen Details, also ein Jahr lang ist man schlimm, dann. Gell? Die Details, die dauern. Wenn ihr mal gerade mitkommt, wir zeigen ihn mal gerade komplett, denn es ist ein richtig großes Fahrzeug. Die Länge vom? 1090. 1090, geht noch, oder? Ja, geht noch. So. Aber länger wäre auch, müsste nicht sein dann. Es waren ganz viele Sachen schon dabei, die dir geholfen haben. Er hat eine hohe Stehhöhe, Hubstützen, professionell eingebaut. Hier ist alles professionell, oder? Ja, kann man schon sagen. Ja. Da hat man auch vorhin schon sehr viel Zeit und Liebe investiert. Ja, du sprichst Deutsch, du kommst aus Liechtenstein, ja. Und du bist der erste Liechtensteiner, den ich kennengelernt habe, und muss sagen, ihr habt einen Dialekt, klingt der sehr hart, kann man den verstehen? Ja, ich denke, man kann ihn schon verstehen, wenn man das möchte. Ihr seid so im Dreiländereck, Liechtenstein, für die Leute, die es nicht wissen, Nähe Bodensee, mhm. Vorarlberg, Österreich, genau. Nachbarn Deutschland auch nicht weit weg? Nee, ich sage eigentlich auch ums Eck, Lindau ist ja da auch gleich dabei. Und ihr seid relativ nah der Schweiz angegliedert und auch Österreich, oder? Ja, genau, eigentlich ist schon sehr nahe schweizorientiert. Also wenn es Liechtenstein noch nicht gäbe, müsste man es neu erfinden, oder? Man könnte das meinen, ja. Ja, als Liechtensteiner zur Welt kamst, du kannst ja nichts dafür, ja. Nein, das ist so vorgesehen. Ist so vorgesehen. Ist das so ein ganz normales Land, also mit normalen Schulen, mit normaler Feuerwehr, Polizei, allem? Ja, Militär haben wir keins, aber brauchen wir auch nicht, weil wir friedliebend sind. So, und das ist ein cooles Kennzeichen, ich zeig's mal gerade. Das ist eure Flagge. Ich habe am Anfang gesagt, aus Spaß, sie sieht aus wie Kuba. Quatsch, nee. Das ist Liechtenstein. Genau, und nicht Florida. Und nicht Florida. Ich zeige es mal gerade da vorne. Der Kollege, der hat eine Flagge draußen. Guten Morgen. Ihr habt eine tolle Flagge, habt ihr draußen. Die Liechtensteiner Flagge. Ja, Liechtenstein. Ja. Du bist auch aus Liechtenstein. Ja. Krass. Zwei Liechtensteiner direkt auf einmal, ja, die ich jetzt mal kennengelernt habe. Weil ich kenne ja eigentlich alle Länder, wo Deutsch gesprochen wird. Ja, inklusive Südtirol mit allen drum und dran. Aber Liechtenstein, da hatte ich immer so das Gefühl, das ist so, das besteht nur aus Banken. Die Stadt ist irgendwie nur 3 Kilometer groß, so wie ein kleines bisschen wie Andorra. Nicht unbedingt. Wir haben schon viel Ländliches noch dabei und so, bauen auch wie überall. Einfach auf kleinem Maß, oder? Kleinem Maß. Ihr seid vollkommen selbstständig, gell? Ja. Krass. Also es wohnen gerade mal, ich glaube in Liechtenstein, um die 40.000? Ja, um den Dreh, ja. 40.000. Ihr habt eine eigene Kraftfahrzeugzulassungsstelle? Genau, ja. Echt, ihr im Prinzip 40.000 Leute, das ist eine Kleinstadt. Ja. Ihr habt alles aufgebaut, ein Gericht, ein eigenes. Ja, genau. Cool. Sprachen, was wird da gesprochen? Amtssprache? Deutsch. Ja. Cool. Ja, Peter, komm, wir gehen mal kurz drum rum. Er ist hoch, 4 Meter? 3,80. 3,80, das heißt also, du kommst durch viele Brücken noch durch, ja, wo die 4 Meter. Ja, geht eigentlich recht gut. So, und hier vorne sieht man, es ist ein richtiger Reisebus. Wie läuft das mit dem Führerschein? Ihr habt Führerscheinstelle in Liechtenstein? Genau, ja. Also eigentlich, wenn du zum Fahrzeug fahren möchtest, dann müsstest du die Lastwagenprüfung machen. So, die ist aber auch in Liechtenstein abzulegen? Ja, genau. Das heißt, 40.000 Einwohner, ihr habt alles komplett selber. Das heißt, ich nehme mal an, ihr habt eine eigene Supermarktkette, oder ist das die Migros aus der Schweiz? Ja, das ist eigentlich schon Schweiz angelehnt. Migros, Coop sind dabei. Okay, cool. Also wenn ich hier so blöde Fragen über Liechtenstein stelle, ja, weil ich habe unglaublich viele Fragen, weil ich denke mir immer so, für 40.000 Leute musst du ja die ganze Infrastruktur einmal komplett aufbauen, oder? Ja. So, das heißt, ihr habt auch viele Beamte in Liechtenstein? Ja, die Anzahl weiß ich gar nicht, aber ich denke, das ist so vergleichbar mit anderen Ländern, wenn man die Dimensionen anschaut. Wenn man das sieht, ja. Der war orange? Ja, genau, eigentlich war das Originalfarbe, wir mussten Teile dann noch neu lackieren. Aber ich dachte, das ist seine Seele.
Und das muss ja orange bleiben. Und du hast auch frisch werden. Du hast sie innen auch schön erhalten. Das gefällt mir wirklich gut. Dankeschön. Denn viele gehen ja hin und bauen dann innen alles komplett neu. Du hast sogar die Decken, die sind schallgeschützt. Also das ist, es halt nicht drin. Das werden wir gleich mal gucken. Eine Rückfahrkamera, die darf nicht fehlen. Die war nicht dran, oder? Die war dran, doch, doch. Die ist auch, ja, die ist auch. Ja, ich glaube, die ist aus 90er, 94 oder so, habe ich mir mal nachgeschaut. So, hinten, was ist das da? Das ist, wenn du irgendwo mal ein Problem hast, kann man das eigentlich zum Rausziehen. Ah, abschleppen. So eine Öse. Ja, genau. Eine Abschleppöse. Der hat auch eine Kupplung, eine Anhängerkupplung? Könnte man machen, ja. Ist vorgesehen. Vorgesehen, genau. Ja. Der Motor ist hinten. Ja, genau. Schön leise, oder? Ja, vorne schon, ja. So, ja, das ist ein Setra, das ist Hightech, High-End. Du kennst den Preis noch von damals, was der mal gekostet hat? Nee, ehrlich gesagt nicht. Das wäre auch noch spannend, ja. Einige 100.000 Euro nehme ich an, oder D-Mark damals. Der war schon was in die Richtung, ja. Ja, und der wäre ja noch gut gewesen eigentlich. Wieso haben die den ausgemustert? Ich meine, die haben neue Busse gekauft, die für ihre Bedürfnisse noch neuer, natürlich neuer waren. Und so wurde eigentlich wurde diese Reihe dann veräußert. Ja, ich zeige gleich mal ein bisschen was Tolles. Die Treppe war natürlich auch dabei. Ja. Das ist genial mit Handlauf und allem drum und dran. Und das war damals, da waren Ärzte drin, Krankenschwestern. Genau, ja. Also im Prinzip, cool. Die kleinen Untersuche wurden gemacht, EKG meine ich. Ist eigentlich auch noch original beschriftet drin. So, dann hast du den natürlich umgebaut. Wasser musste ja rein. War da schon Wassertank drin? Wasser war schon drin. Eigentlich, wir haben die Technik eigentlich, was funktioniert, haben wir belassen oder teilweise dann auf unsere Bedürfnisse angepasst. Ich darf da mal reinschauen, so eine Klappe? Das ist die Original-Wassertechnik, kann man sagen. Nee. Doch, doch. Eine Grundfos. Ja. Die haben nichts gespart. Nee, das war echt gut verbaut, ja. Also ist immer. Also das ist für die Ewigkeit gemacht. Auch die ganzen Rohrleitungen sind eigentlich Stahlrohre. Und wir haben mal alles, zuerst mussten wir uns natürlich anfreunden, der Bus und ich. Und bis wir alles dann wieder eigentlich aufgefrischt haben, die Pumpe musste gereinigt werden etc. Gut, das lernt man dann, oder? Ja, da langsam weiß man, wie was funktionieren soll. Das Coole ist, die Technik ist auch gar nicht so teuer, muss man sagen. Wenn sie wirklich mal kaputt gehen sollte, die gibt es ja, das ist ja Haushaltstechnik. Ja, genau, die, ja, das ist so, ja. So, daneben, was ist da? Hier wäre die Stromversorgung. Da war auch schon Strom drin damals? Das ist die Originalkurbel. Also das ist eigentlich für Starkstrom wäre das dann. Ach, für einen Schlagstromanschluss, wenn du mal einen hast. Genau. Du kannst beides. Ja, genau, ja. Das ist eigentlich, wenn ich jetzt nur 2,30 habe, wäre es über die. Und gewisse Sachen wäre es dann praktisch, wenn es Starkstrom hätte. Ja, ich zeige mal gerade da hinten, da die Stromverteilung. Auch die ist natürlich hinter Plexiglas, aber mit richtigen Zählern drin. Das heißt, du kannst sogar dem Campingplatz genau sagen, wie viel Strom du abgenommen hast. Ja. Kann man ein Buch führen. Das ist sehr interessant, weil viele Campingplätze, die haben ja Uhren drin, die falsch gehen, meistens zu Lasten des Campingplatzes. Ja, wenn du da mal hinfährst, wenn du also umsonst mal auf dem Campingplatz stehen willst, ja, dann beweise dem Campingplatz nur, dass deine Uhr um 20% falsch geht zu seinen Ungunsten. Okay. Und dann wird er dich die nächsten 100 Jahre umsonst campen lassen. Cool. Ja, ihr wart wahrscheinlich schon auf Campingplätzen damit? Ja, klar. Im 2018 waren wir länger unterwegs. Und hier? Haben wir eine Skandinavienreise gemacht. Das war ganz schön. Und da was da drunter? Wie? Ah, das ist die Technik für die Stützen, geölt. Ah, okay, das heißt, du hast die Möglichkeit, die manuell oder fahren die vollautomatisch? Genau, du kannst eigentlich. Also, jetzt ist ein bisschen Schlüssel nicht dabei. Ich zeig mal gerade den Bus von hinten. Du holst mal gerade den Schlüssel. Okay. Denn die Leute interessiert unglaublich die Technik hier. Da ist er. Und auf die Skandinavienreise werden wir gleich auch noch kurz eingehen. Ich ihn da unterbrochen habe. Der Peter Vogt. Wir sprechen gleich mal über deine Skandinavienreise, weil das war wahrscheinlich eine längere Sache, oder? Das war eine längere Sache, ja. Boah, das ist ja wie beim Panzer hier. Ja. Peter, hast du ein Schnäppchen gemacht, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Ey, sind das Hubstützen, das ist ja wie beim Bagger. Ja, das ist wirklich, zum Glück muss ich noch nie von Hand, also bis jetzt, knock on wood. Ach so, der... Das wäre eigentlich die Not. Die Notbedienung. Genau, ja. Und der nivelliert automatisch? Nee, oder? Das kannst du vorne, ist dann eigentlich per Knopf, du gehst die Stütze ein. Ist eine Wasserwaage, oder? Ich habe eine kleine Libelle eingebaut, das ist eigentlich, passt das ganz gut.
Ja, der zieht auch ein bisschen Strom, wie ich sehe. Also die Stromleitungen sind auch natürlich ordentlich dimensioniert. Ja, hier ist alles professionell, oder? Ja, schon, ja. So, da vorne, was hast du da drin? Da wären noch die Batterien drin. Was ist drin an Batterien? Was hast du reingemacht? Also das ist das Fahrzeugbatterie, das sind 200 Amperestunden. Okay, das langt auch, oder? Ja, ja, für das Fahrzeug reicht das. Ja, ja, klar. So, Motor ist hinten. Was ist da für Motor drin? Mercedes 408. 408, genau, ja. Mit 12 Litern, 15, 20 Liter Hubraum. Egal, fährt. Fährt gut. Fährt gut. Darf ich da mal hin reinschauen? Ja, klar. Ist das cool. Allein hier die Klappen, wie die gebaut sind. Ich zeig mal so eine Klappe, dass man die mal sieht. Rost? Gab es irgendwie Rost? Nee. Minimal. Wenig. Man muss, eigentlich war der Unterboden gut behandelt immer. Man muss ein bisschen dranbleiben, aber ist eigentlich ist überschaubar. Sag mal, hier so ein Mercedes-Motor, ist da was zu pflegen? Oder fährst du da in die Werkstatt? Ganz normal? Ja, schon. Also ich muss natürlich jetzt, wie er eingelöst ist, alle zwei Jahre vorführen. Und dann gibt es natürlich eine kleine Überholung. Aber wenn du ein bisschen Öl schaust und Wasser schaust, ist eigentlich nichts. So, die Zahnradfabrik Friedrichshafen. Genau. Das heißt, so ein Mercedes-Motor, der läuft und läuft und läuft. Ja, fast sehr wenig Kilometer, das Fahrzeug. Wie viel hat er? 100.000. Krass. Das ist mal gerade so eingefahren. Okay, das heißt, er hat 8% seiner Nutzungsdauer, ja, oder sowas runter. Gut. Ja, ja, toll. Ja, was auch schön ist, Gasdruckdämpfer, das heißt alles mit viel Liebe gemacht. Gut, die wollten ja ein Fahrzeug haben, was lange fährt und professionell bedienbar ist, dass die keinen Ärger haben. Genau. Dann hast du überall noch Klappen drin, Stauraum. Ja, genau, hier ist dann auch die Vergaseranlage. Ja. Da wäre die Klimaanlage drin. Eine Klimaanlage? Genau, wenn wir jetzt irgendwo länger stehen und Landstrom haben. Zeig mal, darf ich mal sehen? Ja, klar. Da hat's oben die Decke, das ist eigentlich eine Klimadecke. Das war schon drin, die Klimaanlage? Ja. Die war auch schon drin? Ja, ja. Es ist ja fast wie ein Sechser im Lotto. Ja. Nee, weil das ist natürlich mit Kindern oder Hunden zum Beispiel, wenn du unterwegs sein solltest, hätte Tiere, die leiden ja unglaublich. Ja, klar. Ach, eine richtig große, eine Verdampfer. Ja. Nicht gerade platzsparend, aber. Ja, aber das ist. Ja, tut die Dienste. Die macht richtig kalt, oder? Ordentlich, oder? Ja, sehr gut. Schön. Er ist natürlich klar, in so einem Fahrzeug hier und da sind die Sicherungen nochmal drin, drei Schmelzsicherungen. Ja, genau. Ist das geil. Es ist wie ein Haus auf Rädern. Ja. So, dann hast du drei Türen, habe ich schon mal mitgezählt. Ja. Du kannst also vorne einsteigen. Genau. Das ist natürlich toll, auch mal zum Durchlüften, mal eben, ja, oder? Ja. Das ist das Schoferhaus. Baujahr von dem Fahrzeug? 85. Oh, das geht ja, oder? Ja, ja. Das war eigentlich die letzten Fahrzeuge vor der 200er Reihe. Also das ist ein Setra S140. Und der war schon drin hier, der Sitz, oder? Ja, als ich ihn übernommen habe schon. Original natürlich nicht, aber der ist auch klasse, da bin ich froh rum. Ja, das ist ein Schwingsitz mit Luft, oder? Genau. Ja. Cool. Ja, wir gehen gleich mal rein. Stehhöhe über alles, das ist natürlich auch hier. Das ist goldig. Ja. Das hier der Aufbau von der Tür mit dem Holz. Ja. Sag mal, du bist ja Landschaftsarchitekt, genau. Und da nehme ich mal an, du machst ja nicht nur Sachen, die irgendwie wahrscheinlich irgendwie halten müssen, sondern die müssen auch gut aussehen, oder? Ja, definitiv. Wer kam denn auf die Idee mit dem Dekor? Wir haben lange überlegt, was wir machen wollen. Und ein Freund von mir und ich, wir waren mal unterwegs und haben eben darüber gesprochen. Grundsätzlich eben die Ansprüche, dass es gut aussehen soll, Gefallen machen soll, das war klar. Und irgendwie kamen wir dann im Gespräch darauf, dass eben die Höhenlinien eigentlich sehr passend wären für uns. Das sind Höhenlinien, natürlich. Ja, genau. Ja, ganz klar. Ich habe es gar nicht erkannt zunächst, aber du bist ja Architekt. Was ist normalerweise dein Job? Was machst du so? Also wir planen Freiräume, sei es im städtischen Bereich, ländlich, natürlich auch Planung und Bauleitung von Plätzen, Parken, alles, was irgendwo außer der Türschwelle dann stattfinden kann. Ja, das sieht man drin. Du hast wirklich ein absolutes Händchen für Design. Dankeschön. Denn die Mischung mit dem Grün ist natürlich, wenn du reinkommst, das war schon in so einem Mintgrün war alles gehalten, aber das kann natürlich, da kann man viele Fehler machen. Und du hast das ergänzt, du hast die neuen Sachen ergänzt mit, ich sag mal, alten Sachen, die schon drin waren. Du hast relativ viel behalten, oder, vom Holz? Ja, eigentlich haben wir diverses umgebaut, aber eigentlich der Anspruch war, dass der Charakter oder eigentlich die Seele, wenn man so sagen möchte, erhalten bleibt. Und dass man eigentlich die Sanierung auch nicht wirklich sieht dann schlussendlich.
oder ja, den Umbau. Was dir extrem gut gelungen ist, du hast auf viele Schränke verzichtet, die den Raum einengen würden. Ja, genau, das war eigentlich für uns wichtig. Wir haben jetzt hier sieht man zwei Arbeitsplätze. Das sind klappbar die Tische. Also im Prinzip kann man dann fast einen Tanzsaal machen, einen kleinen. Hinten auch, wäre nochmal, ist auch noch ein Arbeitsplatz. Und eben klappbar. Das, genau. Und das war schon wichtig, eben, dass es wirklich auch Luft hat, also nicht eng bängen wirkt. Ja, und alles ist natürlich massiv hier ausgeführt. Das heißt, du kannst dann eben auch mal hier so einen Kindersitz da dran machen, so eine Schaukel. Oder du hast hier eine Hängematte dran gemacht. Das ist nicht nur Show, sondern man kann sich da reinlegen, oder? Ja, klar. Sag mal bitte. Ich muss das mal... Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, die Tür mal gerade zumachst, dann ist es ein bisschen leiser. So, jetzt ist wahrscheinlich keine Luft drauf, oder? Ja, genau. Ah, viel besser. Ja. Weil der Kollege, der baut gerade Luftdruck auf. Also das geht gut. Das glaube ich ja nicht. Eine Hängematte im Bus. Genau. Ist das cool? Warte mal, ich muss mal irgendwie eine Position finden, wo ich dich genial gut drauf kriege. Mit noch ein bisschen mehr Raum. So, und ich sehe übrigens jetzt schon Sachen, die euch total neidisch machen werden. Denn ich kann das Bad schon sehen, ich kann ein paar andere Sachen sehen und du hast das echt gut gemacht. Dankeschön. Also ich sag's ja ungern, aber viele Leute, die würden dann hier Schränke hinbauen, die würden dann Zwischenwände bauen. Ja. Aber du kannst von vorne bis hinten durchgucken und dadurch hast du diesen Raum auch komplett erhalten, oder? Genau, die Raumweite. Genau. Ich glaube, wenn man so Plätze plant, da ist das auch wichtig, dass man also... Ja. So frei wie möglich dann ist, ja. Ist das dir so in die Wiege gelegt ein bisschen, Händchen für... Kann sein. Oder lernt man sowas? Aber wahrscheinlich beides. So, lass mal gucken. Also, dass wir das mal ein bisschen sortieren. Das ist die Küche. Genau. Auch da große Arbeitsplätze, glatt. Mhm. Was ist das für ein Herd, Induktion? Genau, Induktion, ja. Mit Strom? Genau, über Solar kann die betrieben werden. Hast du Solar auf dem Dach drauf? Ja, genau. Ja. Das war vorher nicht drauf? Nee, das haben wir selber gemacht. So, dann hast du hier, das ist das Induktionsfeld von K&H, was immer das sein mag. Genau. Weiß es nicht. Und dann eine Platte, echt Holz? Ja, genau. Da haben wir noch lange versucht, also die Bemusterung, das ist das Eiche. Und das musste dann, also muss gut zum Grün passen. Und das war eigentlich das Geeignetste. Der Farbton hat sich, meine ich, sehr schön ergänzt. Der Kühlschrank, ein Kompressorkühlschrank, oder? Nee, das ist eigentlich 230. 230, genau. Dann okay. Wechselrichter. Darf ich mal reinschauen? Ja, klar. Mal kurz gucken, wie groß der ist. Und du hast auch ein Tiefkühlfach, ja, oder? Ja, ein Kleinfach ist oben drin. Natürlich für die Kleine optimal, wenn da mal Milch und sowas aufbereiten willst. Genau, Dann hier der Guinness-Bieröffner. Der darf nicht fehlen. Hier ist Magnet, wie man es kennt. Die Tassen, die klappern nicht? Nee, geht gut. Geht gut. Ich war überrascht. Also das hält, du kannst fahren, wo du willst. Es ist nie was passiert. So, und dann eine Spüle. Ich habe eben, glaube ich, schon gefragt mit dem Wasser. Wie viel Wasser hast du? 200 Liter. 200 Liter. Das ist ausreichend. Ja, dann hast du tatsächlich einen Schrank. Da ist auch mehrere Schränke. Ja. Aber das, wie du sagst, ist schon... Ach, genial, Schubladen. Die waren schon drin. Die waren drin, ja. Darf ich mal sehen, was da drin ist? Ja, klar. Hier ist der Putzschrank. Ja. Und dann kann sich eröffnen. Da hat es Kaffees, zwei, drei Sachen essen und noch ein paar technische Sachen. Und die haben natürlich schon dran gedacht, das zu sichern, dass es nicht rauskommt. Genau. Wie machen die das? Also das ist eigentlich über diesen Schlüssel hier. Ach. Ist das dann gesperrt. Boah. Ja. Weißt du, wo viele sich dann Gedanken machen müssen, was sie denn tun? Ja, genau. Auch die Türen, das ist für die Ewigkeit. Das ist eigentlich ganz... Guck mal hier, die Schlösser. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen Sicherheit. Das heißt, du kannst hier abschließen, du könntest hier sogar ein Sicherheitsschloss drauf machen. Ja, genau. Oder vorne auch die Schiebtür auch, die kannst du abschließen, dann ist eigentlich zu. Das heißt, wenn du vorne drin bist im Fahrerhaus, das hilft dir erstmal nichts dann. Nee, genau. Gab es da jemals eine Situation, wo du sagst, war komisch? Klar, also wir da zum ersten Mal gereist sind, ist man dann natürlich etwas unsicher und so, aber eigentlich, wir hatten nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und ihr steht da schon mal auf Rastplätzen? Ja, auch, ja. LKW auf der Autobahn? Ja, da versuchen wir dann vielleicht etwas zu finden in der näheren Naturumgebung, aber kann es auch mal geben. Der Platz ist der Hammer. Du kannst hier das Babybettchen kannst du mal eben neben das ganz normale Bett stellen. Ich nehme an, das ist ein normales Bett, oder? Ja, genau. Hier, wenn Bürobetrieb ist, dann kann man die Doppelbette zusammenstoßen nach hinten. Mhm.
Und dann ist eigentlich hier auch der Klapptisch, dann, also der Arbeitsplatz dann. Ah, da ist der Arbeitsplatz, genau. Das ist der Klapptisch. Ja, so. Eigentlich wie vorne. Das Bett, das kannst du zusammenbauen. Genau. Habe ich verstanden. Und dann hast du hier ein richtiges Büro. Klär mich mal auf, jetzt ist ja Liechtenstein nicht so riesig. Du arbeitest nicht nur in Liechtenstein, oder? Nee, wir arbeiten auch in der Schweiz oder in der näheren Umgebung im Ausland. Genau. In der Schweiz, man muss ja auch ein bisschen Geld verdienen. Die Schweizer haben ja genug Geld. Ist das so die Verbindung? Was ist näher, Österreich oder Schweiz? Oder kann man das so nicht sagen? Wahrscheinlich so die Gesetze etc., Schweizer Währung, wahrscheinlich ein Tick näher an der Schweiz. Achso, ihr habt Schweizer Währung, genau, nicht Schweizer nur. Ja. So, das ist das das Fahrrad, oder? Ja, genau, das ist die Fahrradgarage. Nee. Doch. Innen natürlich. Ja, genau. Ja, wir haben überlegt. Und dann irgendwie, wenn wir unterwegs sind, dann hängen wir die Fahrräder hier hin. Das Kinderbett ist dann natürlich weg und dann passt das ganz gut. So, hier ist noch ein Raum. Was ist das? Ursprünglich war das also von der alten, älteren Nutzung, der ehemaligen, war das die Umkleidekabine. Man sieht hier noch eigentlich die Naht. Hier war noch ein Zimmer. Ja. Und über diese Tür ging man dann zum Arzt rein. Ach, die Tür ist einfach nur als Raumtrenner jetzt im Moment. Ja, genau, ja. Ja. So, das heißt, wenn du die aufmachen würdest, wäre der Raum noch weiter nach vorne. Genau, ja. Die ist aber jetzt zu, oder? Geht ja, die auf? Genau. Was wir wollten eigentlich, dass wir trotzdem eigentlich zwei Räume behalten. Mhm. Also wenn eben jetzt beispielsweise, dann ist hier Schlafzimmer und dann ist die Tür zu und gut ist. Es war ja relativ warm gestern. Ist das gut mit der Wärme? Geht das? Ging recht gut. Also die Fenster, man sieht, man kann eigentlich schön alles öffnen und dann zieht das schön durch. Da oben die Decke, das ist genial. Das ist eine Schallschutzdecke drin. Das ist die Klimadecke. Die Klimadecke. Also, genau. Da kommt, das heißt, vorne wird die kühle Luft eingespiesen und dann wird das schön verteilt. Und die fällt dann runter? Genau. Gleichmäßig? Ziemlich, ja. Hightech. Ja. Ey, da zahlen Leute richtig Geld für, wenn du sowas bauen lässt von einem Klimabauer. Ja, ich denke, jetzt eben, wenn du die Schrauben, alles Schlitzschrauben, da ist richtig viel Zeit drin, was sie da. Und alles Handarbeit, denke ich mal. Boah, das geht heute gar nicht mehr. Also heute ist ja viel auch geklebt mit Klebstoffen, da wird nichts mehr geschraubt. Die waren schon drin, die Jalousien, oder? Ja, die muss ich teilweise noch ein bisschen richten natürlich. Ja, also im Laufe der Zeit waren die ein bisschen... Ja, die sind noch intakt, eigentlich mal eine Feder wechseln oder so. Die Clips hier, da sind ja diese Schlitze drin, dass die auch halten da. Halb so wild, oder? Nee, eben, genau, die haben wir auch, die haben wir belassen. So, dann hast du hier Schiebefenster wie beim Zugabteil. Ja, genau. Wie früher. Genau. Das ist auch genial, du kannst aufmachen. Fliegenschutz aber nicht, oder? Doch, wer dahinter, hinter den... War schon eingebaut? Ja, aber den brauchen wir nie. Okay, braucht er nie. Stechmücken. Ich glaube, die Liechtensteiner, die werden nie gestochen. Selten. Ja, du hast deine Standheizung, die ist neu? Nee, die war auch drin. Auch drin? Ja. Cool, da ist so ein Schrank, was kann der? Da sind jetzt ja sonst unsere Kleider dann drin. Okay, genau. Okay, hängende Kleider. Ja, genau. Das heißt, ihr könnt dann Jacken und sowas reinmachen. Genau. Ja. Toll. Also wie hier alles so massiv gemacht ist. Ja. So. Der Boden, das ist klasse. Das ist eigentlich Linoleum, unkaputtbar. Ja, kannst schon, du die nächsten 30, kannst du immer wieder aufarbeiten. Ja. Du hast mal eine Pflegeanleitung für Linoleum mal durchgelesen. Ja, das haben wir gemacht und geputzt wie die Wilden. Da haben wir Stunden geputzt, dass das wieder so frisch aussieht. Krass, und die Wand hier. Wie habt ihr das denn angebracht hier mit den Bildern? Habt ihr die geklebt? Bilder, mit so kleinen mit Klebern, ja. Und die, also halten? Die Rubber, ja, die halten echt gut. Ich war noch überrascht. Die fallen eigentlich nicht runter, das passt gut. So, jetzt sind hier deutsche Steckdosen drin, ihr habt ja Schweizer. Du bist also der Weltmeister im Adapter kaufen. Ne? Ja, oder manchmal gibt es dann auch der deutsche Geräte, wenn's. Das gibt's ja. Ja, das ist ja recht verbreitet, die Norm. Ja, ja, da passt, glaube ich, Frankreich. Genau. Es passen eigentlich alle drauf, bis auf Schweiz. Ja, genau. Das ist so. Ja, cool. Die funktionieren die Tür mit Druckluft noch? Ja, klar. Ja. Geht. Ja, auf jeden Fall. So, und du spielst hier Percussion oder was? Ja, ab und zu. Ab und zu, zur Musik. Genau. Mit dabei. Ja, das Küche. Natürlich auch Sitzgelegenheit. Küche, was hast du da für Schubladen? Darf ich das mal sehen? Ja, klar. Mal da so mitnehmen. Die Besteckschublade. Cool. Halt, was man so braucht. Dann hat es hier noch Gläser und Honig etc. Tee. Da war aber jetzt keine Küche drin, oder? Nee, du siehst eigentlich, der Korpus, das ist ja nicht ganz das Gleiche. Mhm. Also das war jetzt ein Korpus unter dem Arbeitsplatz. Mhm. Und wir haben das wieder zusammengesetzt, dass es eigentlich passt. Plus minus ein Guss ist, ja. Hier sind dann noch Teller drin. So die Sachen, die man halt braucht. Ja, der ist die gleiche Technik wie ich. Ja. Anti-Rutschmatte, bloß drunter gelegt. Ja, genau. So, dann ein echtes Schmuckstück, natürlich
das Energiepanel hier, das natürlich komplett noch im Betrieb ist, gell? Ja. So Tür vorne, du kannst die Türen sogar schalten darüber. Ja, genau. Also über die roten Knöpfe kannst du hier Einlass gewähren. Hier die Kühlschränke, die haben sogar eine Beschriftung mit Gabeln. Das gibt's nicht normal, oder? Ja, nee. Die haben die extra anfertigen lassen. Dann die geilsten Sicherungsautomaten funktionieren alle noch, oder? Ja, die sind alle im Betrieb. Das hat auch eine Weile gedauert, bis ich alles dann verstanden habe. Die Drehrichtung vom Kraftstrom. Ja, wenn du genau den Starkstrom bringst. Dass du gucken kannst, ob du auch Motoren anschließen kannst. Wo es hingeht, die Reise. Ja, das gibt's ja oft nicht. Da haben die verpolt, die Anschlüsse und so weiter. Dann stimmt das nicht. Ja, genau. Die Phase stimmt nicht. Ja. Und das kannst du ja auch noch feststellen. Dann kannst du die Hertz. Das gibt's auch nicht. Ja. Die Spannung kannst du ablesen. Was ist das hier? Eine Zeitschaltuhr? Genau, für die Standheizung. Das sind die alten, die Timer eigentlich. Und der wurde wann jetzt in Betrieb genommen hier? Weißt du das? Also. War das schon die Zeit? Anfang 80er, oder? Ja, 85, ja. Also ich denke, 80er? 86 war. Die haben ja ein riesen Glück gehabt, hattest du, dass er grün ist und nicht orange. Oder braun. Hätte ja auch braun sein können. Ja, genau. Ja. So, dann. Das Urinal war nicht drin. Doch. Da haben wir lange überlegt. Nee, drin lassen? Ja, das war drin, ja, klar. Ja, es gibt nichts Schöneres für Männer als. ja. Weil es heißt ja immer. Da scheiden sich die Geister da. Da sind nicht alle gleicher Meinung. Aber das hat schon, muss schon bleiben. Gut, du kannst auch eins reinmachen mit Deckel. Im Zweifel dann. Aber ich finde, Urinale finde ich gut. Ich als Mann natürlich toll. Ja. Ist natürlich klasse. Dusche geht auch, oder? Ja. Wie funktioniert das? Im Prinzip kann man hier den Rost rausnehmen. Das war schon so? Nee, der ist neu. Hast du neu gemacht? Und das ist eigentlich die Duschwanne. Das ist die Duschwanne? Genau. Okay. Und dann kannst du einen Vorhang, also mit dem Duschvorhang kannst du. Ihr duscht schon mal hier? Ja, klar. Okay. Und es geht gut? Ja. Und das warme Wasser, wie wird das gemacht? Das geht auch über den Wechselrichter. Kleiner Boiler drin. Okay. Das frisst natürlich Strom, oder? Ja, schon. Wobei, du machst ja dann eigentlich. Nur mal kurz. Kurz einmal aufwärmen und dann ist es gut. So, das heißt, Dusche hast du reingemacht. Hier ist eine Toilette. Was ist das für eine? Das ist eigentlich eine Trenntoilette. Eine Trenntoilette? Die ist. Mit Spänen oder? Nee, das ist eigentlich ein tolles Produkt. Echt gut. Zeig mal, was ist das? Im Prinzip, wenn du. Es hat einen kleinen Lüfter drin. Ja. Und der immer etwas Luft absaugt, ja. Also geruchslos. Und die Flüssigkeit geht in den Grauwassertank und das Feste geht in diesen Kübel rein. Der nur eigentlich dann. Späne oder was sind da drin? Nein, eigentlich die Luft, das zieht immer ein bisschen ab. Okay, deswegen riecht man nichts. Nee, genau. Okay, und mit der Zeit wird es dann trocken oder wie? Ja, genau. Ja. Okay, riecht dann gar nicht mehr? Nix, nein. Echt? Name von der Tank? Simplu. Simplu. Das war ganz lustig. Ich habe lange gesucht. Es gibt ja da ganz verschiedene Produkte, Verbrennungsanlagen etc. Cinderella. Ja, genau. Ja. Die gute. Und dann habe ich das gefunden. Der ist aus England. Und er hatte ein Produkt gesucht, Paul. Und nichts gefunden, hat er sich das selbst designt. Weil er ein Hausboot auf der Themse hat und eben genau auch so die Lösungen braucht, die eigentlich ähnlich wie wir das benötigen. Und so hat er sich die selber eine Toilette gebaut. Das heißt, du brauchst noch nicht mal Späne. Du könntest Späne reinmachen, nö. Brauchst du gar nicht. Doch, könntest. Kannst schon, aber brauchst du nicht, weil das zieht immer etwas Luft ab. Also dadurch stinkt sich. Riecht weniger als im Haus eigentlich. Ja. So, und dann hast du hier eine Sitzbank, auch sehr praktisch, Schuhe anziehen und so. Ja, genau. Ja. Hier sind, die sind eigentlich für drei Personen, wäre das zugelassen. So, ich stelle mich jetzt mal ganz mal hier in die Ecke, dass ich einmal hier reinschieße, dass wir den Raum nochmal kurz sehen. Gigantisch. Also es ist eins der besten Projekte, die ich je gesehen habe. Dankeschön, das freut mich sehr. Mega Stehhöhe, wenn das du siehst hier, 2,50, 2,30. Du fühlst dich ja nicht wie in einem Wohnmobil, du fühlst dich wie in der Wohnung. Ja, fast, ja. Krass, so, kommen wir mal kurz hier vorne rein. Sind fast durch. Was ich am coolsten finde an dem ganzen Bus ist hier dieser Sony-Fernseher. Den darfst du nie wieder abbauen. Nee, der muss bleiben. Man kann ihn zwar nicht lesen, weil er nicht so kontraststark ist, aber es geht schon. Aber es geht schon. Geht schon. Das ist die Stützenanlage, die wir vorher angesprochen haben. Du kannst dann jede Stütze einzeln ansteuern und über die kleine Libelle da. So, das heißt, du kannst auch Reifen wechseln, oder? Ja, genau. Ja, das geht gut, ja. Ja, das ist aber ganz praktisch. Ja, also wenn du überlegst, mit Wagenheber und so, dann musst du ja nochmal. Wenn du auch einen kleinen Edison Jack machst, oder? Dann hast du unten schön Platz. So, der hat eine Schaltung? Ja, handgeschalten. So, Kupplung ganz normal. Ja. Hat der so einen Extragang, falls mal ganz steil ist, oder braucht er das nicht? Nee, eigentlich um eins.
Also wenn es jetzt eben ist, kannst du im 2 anfahren. Der 1 ist dann schon sehr, sehr langsam. Ja. So, als du LKW-Führerschein gemacht hast, ja, war das schwierig für dich oder war das so einfach? Ist schon länger her? Ist schon länger her. Seit längerem war ich eigentlich bei meinem Onkel auf dem Bauernhof immer der Trecker gefahren und irgendwie da die Leidenschaft für die Fahrzeuge. Mhm. Klar, am Anfang muss man ein bisschen das Gefühl für die Breite und Länge haben kriegen, aber geht dann schon. Wichtig ist, dass man eigentlich immer ein bisschen fährt, dass man da drin bleibt. Als ihr das Fahrzeug bekommen habt, ja, was war die erste Tour, als er noch nicht ausgebaut war? Ich nehme an, ihr habt den einfach mal Probe gefahren so ein bisschen, ne? Ja, genau. Zuerst ging ich mal anschauen, dachte eigentlich, es war noch nicht ganz hübsch ausgeschaut, aber man sieht ja trotzdem, dass da Qualität da war. Da habe ich eine Probefahrt gemacht und dann recht schnell gewusst, dass ich das Ding haben muss. Und er fährt sanft, oder? Ja, extrem. Luftgefedert. Das wäre Luftfederung? Wie ein Wölkchen. Okay, wie ein Reisebus. Ja, genau. Ja. Komm, wir gehen mal raus. Ich zeige ihn noch mal ganz von vorne. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und ist der Hub ordentlich von den Hubstützen? Das heißt, du kannst super ausgleichen? Schön ausgleichen. Wir haben noch Unterlagshölzer dabei, wenn es jetzt ganz steil sein wird. Oder ein bisschen um die Last verteilen. Ja, was auch schön ist, sind die Riesenräder. Das heißt, der rollt natürlich sanft ab. Ja, genau. Und das ist toll. Ja. Was war, Thema Nordkap oder wo wart ihr? Wir sind über Tschechien, Polen Richtung Baltikum und dann Finnland, Schweden und dann über Dänemark dann wieder nach Hause. Und die Erlebnisse, als ihr standet? Ja, das war schön. Wir sind 2 Monate gereist. Das war echt cool. Auch teilweise in Stockholm, einer der besten Plätze, inmitten in Stockholm am Wohn, wie sagt man die Schiffe, am Hafen hatten wir einen Platz gefunden, das war echt. Einen Platz gefunden, das war aber kein Campingplatz? Nee. Auch kein Stellplatz? Nee, es war eher ein Parkplatz, aber perfekt, direkt am Wasser. Als ihr standet, kam da schon mal einer, hat gesagt, ihr dürft hier nicht stehen, oder? Ja, das gab es auch schon, ja. Da sind natürlich nicht alle immer gut gesinnt. Naja, aber ihr seid ja Liechtensteiner, hör mal. Ja, das ist eben auch. Vielleicht fängt es da schon an. Aber jetzt ohne Witz, wenn du da so in so ein Kennzeichen rumfährst, viele wissen ja gar nicht, was das ist, oder? Ja, genau. Ja. Die denken Florida. Ja. Ja, cool, Liechtensteiner. Du bist ja ganz normal. Ja, ich meine schon, ja. Ich habe gedacht, ihr hättet blaues Blut und ihr werdet schon mit Gold geboren. Ja, da müssen wir mal die Vorurteile abbauen. Ja, du, ich habe keine Ahnung über Liechtenstein. Das ist bloß so, man hört immer nur so Banken, die Leute haben früher das Geld wie in Luxemburg. Also rübergeschifft. Gekarrt. Ist aber heute auch nicht mehr so, oder? Nee, wahrscheinlich weniger, ja. Cool ist, du hast ja Aufstiege zum Saubermachen. Genau, ja. Das Auto, ja, ganz ehrlich, das ist ja auf den Leib geschneidert. Wenn du es nicht benutzt, hast du eine Halle? Oder? Nee, das haben wir noch lange überlegt. Und also auch die Büronutzung. So, den musste ich noch mitnehmen. Klar. Eben die Büronutzung, da haben wir uns gesagt, nee, wir können nicht eigentlich in der Halle dann arbeiten und dann ist es eigentlich immer draußen. Gut, das macht aber auch nichts aus, oder? Geht gut, geht recht gut. Super. Ja, 22. August 2021, großes Wohnbustreffen in der Schweiz, in Interlaken, im Kanton Bern, im Berner Oberland. Und die Location hier ist ja schon klasse, oder? Ja, schön, war echt schön, schönes Treffen. Wetter war auch ideal. So, da ist deine Frau mit dem Kind. Hat sich jetzt unglaublich viel verändert für dich, oder? Im Leben. Ja, zum Guten. Sehr schön, wir sind zufrieden. Schlafen, ich habe ja auch drei kleine Hunde, die konnten auch nicht erstmal durchschlafen. Habe einen 9-jährigen Sohn. Ja. Aber es ist schon so, Schlaf, sie schläft gut durch, oder? Im Moment schon, zum Glück. Zum Glück. Ja. Oh, ist sie goldig. Ja, sie kriegt wahrscheinlich Locken, oder? Ja. Ja, scheint so, ja. Scheint so. Ja, die sind natürlich alle stolz, oder? Oma? Sehr. Ist das für euch gut? Ist die Oma um die Ecke, oder? Nee, die ist weiter weg. Ja. Okay, das heißt, ihr müsst euch komplett... Ich musste komplett auf mein Kind selber aufpassen. Das war immer so. Ja. Also zumindest mal auf den Ältesten. Die Jüngsten, da hat man die Oma noch mit an Bord. Ja. Aber hier, ihr habt richtig viel Platz. Das heißt also, 2-3 Kinder könnten noch kommen, oder? Ja, der Platz hätte es noch, ja. Ja, vielen, vielen Dank. Danke auch. Und Gruß nach Liechtenstein. Und hier die Nachbarn, die nebenan sind. Wenn es ja nur 40.000 Einwohner gibt, ja, ihr kennt die natürlich, oder? Ja, wir kennen vielleicht nicht immer alle persönlich. Die jetzt natürlich schon. Aber vom Sehen kennt man sich schon wahrscheinlich, den einen oder die anderen.
Ja, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Ist das jetzt eine große Stadt oder sind das unglaublich viele Dörfer? Es sind 11 Dörfer. 11 Dörfer verteilt, also keine große Stadt oder so? Nee. Es gibt eine Hauptstadt in Liechtenstein? Ja, Vaduz. Vaduz, stimmt, ja. Kennt man ja so. Ja, vielen Dank und alles Gute. Tschüss. Ciao.